Genau. Mein Name ist Sabrina Fappe. Ich bin bei den Students for Future aktiv, auch im Klimaentscheid und habe die Ehre, heute die Veranstaltung hier moderieren zu dürfen. Anlass ist, wie ich gerade schon kurz erwähnt habe, dass mit Bezug auf den Ratsbeschluss vom 11.12.2019 eine Studie in Auftrag gegeben wurde, die zeigt, wie Münster bis 2030 klimaneutral werden kann. Diese Studie liegt uns jetzt vor und ist das ganz große und ganz erfreuliche Nachricht dieser Studie, dass Klimaneutralität in Münster bis 2030 grundsätzlich erreichbar ist. Das bedeutet, es liegt jetzt am politischen Willen, wie dieses Ziel tatsächlich dann auch umgesetzt werden kann. Die Studie bezieht sich auf verschiedene Bereiche, auf verschiedene Sektoren der Stadt. Und dabei ist es uns ganz, ganz wichtig, vom Klimaentscheid zu betonen, dass es eben notwendig ist, dass wir ein Gesamtkonzept entwickeln, eine strategische Ausrichtung der Stadt, die alle Bereiche umfasst, sodass dann tatsächlich auch die Entscheidungen diesem Ziel, alle Entscheidungen diesem Ziel der Klimaneutralität bis 2030 dienen und zumindest mal damit vereinbar sind. Unter anderem bezieht sich das auch auf das Konzept, was heute ebenfalls im Rat eingebracht wird, Münster Zukünfte. Da ist es eben sehr, sehr relevant und elementar wichtig, dass auch diese Konzepte nicht sich widersprechen mit dem Ziel Klimaneutralität bis 2030. Und jetzt rede ich die ganze Zeit von uns und wir. Der Klimaentscheid Münster hat heute diese Veranstaltung ins Leben gerufen. Der Klimaentscheid hat sich selbst zur Aufgabe gemacht, den Prozess bis zur Klimaneutralität in Münster zu begleiten. Wer diese Konzeptstudie, die jetzt vorliegt und die so ein bisschen der Ausgangspunkt für das kommende Maßnahmenprogramm sein soll, das schon ein bisschen so verspricht, was da dann wahrscheinlich alles so drinstehen muss, geschaut hat, wird vielleicht über ein, zwei Zahlen gestolpert sein. Da ist auch die Presse, glaube ich, viel drüber gestolpert. Zumindest habe ich das in vielen Artikeln so ein bisschen mitbekommen, dass das gerade im Bereich des Verkehrs häufig als völlig unmachbar wahrgenommen wurde. Und da will ich kurz drauf eingehen, weil ich das gar nicht so sehr sehe. Und zwar steht da zum Beispiel einmal drin, dass es eine 50-prozentige Reduktion des motorisierten Individualverkehrs bis 2030 braucht, also 5% pro Jahr. Und damit das erreicht wird, gehört natürlich auch zum Beispiel dazu, dass Verkehrsprognosen bei Baumaßnahmen entsprechend auf die langfristig deutlich niedrigeren Verkehrsaufkommen ausgerichtet werden. Das heißt, so Planungen wie die B51, auch wenn die jetzt gerade nicht kommunal entschieden wird, die sich immer noch daran ausrichten, dass die Verkehrsströme wachsen, die sind dann natürlich auf jeden Fall nicht mehr zeitgemäß. Sowas muss auf jeden Fall angepasst werden. Generell gilt natürlich auch, der Masterplan Mobilität muss diese Kenngröße, die aus Klimaschutzgründen geboten ist, unbedingt zur Grundlage nehmen, sonst wäre er völlig aus der Zeit gefallen, schon wenn er erscheint. Eine weitere Zahl, die da so auftaucht, ist über 80% Reduktion des Energieverbrauchs im motorisierten Individualverkehr. Da ist es natürlich auch sehr wichtig, dass es dabei nicht bloß eine Verlagerung vom Betrieb der Fahrzeuge in die Produktion stattfindet, sondern dass wir auch generell eine massive Reduktion der Anzahl an Autos brauchen. Dazu braucht es natürlich auch einen massiven Ausbau des Carsharing-Angebotes, damit wir Fahrzeuge effizienter nutzen können und eine weitestgehende Rückgabe des von parkenden Autos besetzten Straßenraums an die Menschen in der Stadt. Ich möchte so ein bisschen die Angst nehmen, dass wir bei diesen drastischen Reaktionen, die in dieser Konzeptstudie stehen, alle weniger mobil würden. Das wird ja häufig geäußert. Ich denke, da helfen ein paar nüchterne Zahlen bei. Und zwar zum Beispiel, dass in Deutschland die Autos durchschnittlich 96% der Zeit ungenutzt herumstehen. Wenn sie fahren, dann sitzen da durchschnittlich unter der Woche 1,2 Personen jeweils drin, auch wenn eigentlich 4 bis 5 reinpassen würden. Und da zeigt sich eigentlich schon, dass wir einfach unsere Autos besser nutzen müssten. Dann kämen wir mit weniger Fahrten und insbesondere viel, viel weniger Autos auf dieselbe Fahrleistung pro Kopf. Das heißt, wir müssten Autos nur da einsetzen, wo andere Verkehrsmittel nicht praktikabel sind. Wir müssten sie besser nutzen, indem wir sie auch teilen. Wir müssten sie besser füllen, indem wir Fahrten bündeln. Und wenn wir das alles tun, dann könnten wir solche Autoverkehrsreduktionen, wie sie in der Konzeptstudie gefordert sind, oder beziehungsweise die Konzeptstudie sagt, dass das nötig ist, dann könnten wir die auch erreichen, ohne dass wir dadurch tatsächlich weniger mobil würden. Dann reichen für dieselbe Mobilitätsleistung in Personenkilometern unter 10% der heute vorhandenen Autos aus und weniger als die Hälfte der Pkw-Kilometer. Unabhängig davon bedarf es dringend eines beschleunigten Ausbaus des öffentlichen Verkehrs und des Radverkehrs. Das ist immerhin Konsens in der Ratspolitik und in der Verwaltung.
Wenn das allerdings wirklich gelingen soll, ohne dass dafür noch Straßenquerschnitte noch weiter aufgeweitet werden, was im Zweifelsfall hieße, dass Häuser abgerissen werden müssen, dann heißt das natürlich auch, dass der Straßenraum umverteilt werden muss vom motorisierten Individualverkehr, von den Autos weg zu diesen Alternativen. Und das ist natürlich auch aus dem Grunde notwendig, dass wir ja auch diese Reduktion des motorisierten Individualverkehrs brauchen, über die ich ja gerade schon gesprochen habe. Wir brauchen also generell eine Eingrenzung oder eine Zurückdrängung dieser bisherigen Vorherrschaft des Autoverkehrs und generell auch besonders des stehenden motorisierten Individualverkehrs, damit Anreize für eine Reduktion von Autodichte und Substitution durch Carsharing-Angebote auch gesetzt werden. Ein gerade in der kommunalpolitischen Debatte gerne vergessener Fakt ist, dass die meisten Emissionen auf den weiten Strecken anfallen. Gerade einmal 4% der Autofahrten in Deutschland machen 44% der Emissionen des Autoverkehrs aus. Das sind diese Fahrten über 50 Kilometer. Es nützt klimapolitisch nichts, nach dem Prinzip innen schöne, heile, autofreie Welt und außen Blechlawine immer weiter auf einen innerstädtischen Modal Split zu schauen, also den Wegeanteil, der immer vorgeschoben wird, und da dann den hübschen Radanteil zu feiern. Das bringt zwar für die Stadt und für die Lebensqualität einiges, ist allerdings klimapolitisch ein Tropfen auf den heißen Stein. Sowas ist kein Zukunftskonzept, sondern eine selektive Betrachtung, bei der die Augen vor der Realität der Klimawirkung des Verkehrs verschlossen werden. Stattdessen muss die höchste Priorität kommunal und natürlich auch bundespolitisch sein. Lange Strecken müssen auf die Schiene. Flexible und bedarfsabhängige Zubringersysteme in weniger dicht besiedelten Gebieten müssen dort die Autoabhängigkeit verringern. Das alles funktioniert allerdings nur, wenn wir endlich aufhören, kulturell, aber auch infrastrukturell das private Auto als Normalfall aufzunehmen und ihm ganz anzunehmen und ihm ganz selbstverständlich zahllose andere Anliegen zu opfern. Etwa das Kinderspiel auf der Straße, Gesundheit, Verkehrssicherheit, Aufenthaltsqualität, das städtische Mikroklima, etwa durch Hitzeinseln, haben wir jetzt gerade in den letzten Wochen wieder schön erlebt, und den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen natürlich nicht zuletzt. Abschließend möchte ich noch sagen, in der Transformation zu einer klimaneutralen Stadt und Stadtregion steckt auch in Sachen Mobilität eine riesige Chance. Mobilität muss nämlich für alle funktionieren. Auch für die, die sich kein Auto leisten können oder wollen, die zu alt sind, zu jung sind, zu sehbehindert oder anderweitig daran gehindert sind, eins fahren zu können oder eins besitzen zu können. Bisher werden die meisten Alternativen mit der Motivation und dementsprechend auch nach den Bedarfen einer Entlastung des Autoverkehrs geschaffen. Das ist wissenschaftlich gut belegt. Wenn wir es richtig angehen, könnte ein Nebenprodukt dieses Weges zur Klimaneutralität sein, dass Millionen Menschen, die bislang allzu häufig vergessen werden, weil die Verfügbarkeit eines Autos einfach als Normalfall angenommen wird, endlich gleichberechtigt teilhaben können und eigenständig mobil sein können. Dafür lohnt es sich zu streiten.